Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von den Famous Second Son. Wir waren hier zuletzt stehen geblieben bei Zerstören der Kommandozentrale. Ich hoffe, ihr könnt euch daran erinnern. So, schauen wir mal, was uns jetzt noch so erwartet. Machen wir mal das Ding kaputt. Jetzt kommt irgendetwas böse auf uns zu, das Volk freut sich. Ach so, ja, jetzt kommt ja das gepanzerte etwas. Gatling, will ich haben. Ich werde auf den Gatling abgehen. Die kleineren sind mir definitiv lieber. Boah, ist das schnell, ist das schnell, ist das schnell. Errischer Speedy Gonzales. Kein Problem für mich. Kein Problem, würde ich sagen. Ja, so sehe ich das auch. Mein Freund. Klettern wir noch etwas höher und noch höher und. Nein! Hoch! Ja! Du hast es verstanden. So. Das war der unser Genosse General. Nein. Wow, wow. Los. Jetzt nicht den Schuss weiter. Eiskalt weggekloppt, du Arschloch. Niemals Leben kriegt er mich nie, ihr Schweine. Hoffe ich zumindest. Was? Habe ihn im Visier. Weißt du, bist da drin? Du weißt schon, was jetzt passiert, ne? Dein Untergang, mein Freund. Ich erwische euch alle. Hey Delze, mir fällt gerade ein, die DOPs haben doch alle Betonkräfte, stimmt's? Du gehst mir auf die Eier, also weißt du das? Einen von ihnen abzapfen und wir können nach Hause. Tierisch auf die Eier. So, mal einfach Schaden einsammeln. Einfach mal ein bisschen pushen und so. Eine gute Tat vollbracht. Ach, ich fühle mich gut. Ich fühle mich richtig gut. Nach der guten Tat. Mich soll es ein anderes sein. Habe ich irgendwo eine Schärpe vergessen? Ja, habe ich. So. Gute Tat, erfolgreich. Wie wär's mit dir, Großer? Und passiert was? Ah, Mann. Ich muss wohl den Ursprung allen Übels finden. Kann ich gerade nicht sagen, Mann. Hier kommen DUPs aus allen Richtungen. Nichts wie weg da. Den ursprünglichen Ursprung. Yeah. Ich. Ah, da fliegt ja noch was in der Luft rum. Ich kralle mir den Schmetterling in der Luft. Hallo? Da ist er. Ja. Okay, Reggie, ich frag nur ungern. Headshot. Wissen deine Kumpels im Blau noch irgendwas über diese Stadt? Ist alles Übungssache. In der Stadt verteilt. Die Polizei von Seattle überwacht sie. Los, fahr weiter. Ich will die Schmierstimme willkommen. Ich will keinen weiteren unnötigen Stress mit irgendwelchen Tschechen haben. Gut, schick mir ihre Positionen auf mein Handy. Wozu? Sehr schön. Wenn du noch mehr Kasse abzapfen kannst, nein, vergiss es. Wow. So gefällt mir das. Etwas Ruhe, kein Stress, und du gehst ohne Kabel, weil du nervst und scheiße bist und nervst und. Hallo, aufstehen bitte. Mach 5,50 Euro. Ich weiß, wie es ausgeht. Okay, okay, schon gut. Du hältst dich von Augustin fern. Edmund ist bereit. Holen wir uns jetzt mal die Kernrelease. Beste Bruder von allen. Nein,
Ich hab dich doch 20.000 Mal erwischt jetzt eigentlich. Boah, das war unnötig. Boah, unnötig, beste das. Ihr seid alle so eine unnötige Kacke. Unnötig. Qualm doch endlich mal. Ja. Dabei würde ich jetzt keinen großen Stress haben, einfach nur. Aber wäre zu einfach gewesen, ne? Oh yeah! Yeah, Baby! Hey Reggie, die Kernrille ist Check it, Baby. Durch die Zerstörung aufgebrochen sein. Das hier ist ziemlich gut versiegelt. Ich glaube nicht, dass das EOP dir die Schlüssel gibt, also wirst du sie wohl aufbrechen müssen. Zum Glück kenne ich inzwischen ein paar coolen Feuerbrecher-Tricks. Hallo, Baby. Hallo. Gib auf. Gib auf. Du weißt, dass du verloren hast und keine Chance hast. Bam, 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 bam. Yeah, neue Kraft. Ja. Entschuldigung für die schrecklichen Nebeneffekte. Mir war gerade eben mal danach. Ich dachte, es ging cool rüber. Vorsicht da unten! Nicht aber schlecht, es klang furchtbar. Wollt ihr es nochmal sehen? Jo. Batsch. Jo. Opfer. Mua. 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 Ich vernichte den Drogenkonsum. Es darf nicht so weitergehen. Tod den Drogen. Wieder mit den Drogen. Gegen Drogen. Yo, Baby. Yo. Ihr wisst, wie das läuft, ne? Bei uns im Ghetto. So. Machen wir nochmal Scheiß zur nächsten. Kernrelease. Auf mich kommt kein Zug. Er überfährt mich. Ich bin tot. Damit könnte ich klarkommen. Gibt Schlimmeres. So. Machen wir noch ein bisschen weiter. Noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. Ja. Was war? Entschuldigung. Ich will eigentlich meinen Rocket Launcher haben. Noch ein Stück und noch ein Stück und noch ein Stück. Ja. Machen wir jetzt hier mal Nüff. Mal gucken, was hier oben so gibt. Außer ein paar Randschächen. Wieder mit dir, du Uschi. Ihr habt doch alle gar keinen Plan von dem, was ihr machen müsst. Null Ahnung habt ihr. Ihr Flaschen. Jo, was gibt's? Yeah, the Rocket Launcher. Let's get ready to Rainbow. Okay, da komme ich also nicht. Hoffentlich klappt's. Bam. Das war klasse. Entschuldigung. Das hat geklappt. Ich warte es nicht. Das. Na okay, ihr habt mich ertappt. Ich war's. Ich gestehe meine böse Tat, die noch nicht mal so böse war. Eigentlich habe ich nur mein Bestes getan. Von daher, ich bin schuldig. Und jetzt rutsche ich runter. So. Da-dam. Da-dam. Da-da.
Ey, fuck, ich werde gut sein. Warum hat mir das keiner gesagt? Nein! Ich mache jetzt alles falsch, was man falsch machen kann. Deswegen. Arschloch, alles deine Schuld. Nur du bist schuld, nur du. Das fühlt sich gut an. Ich fühle mich so. Das kann ich dir überhaupt so aufpushen. Oh, das ist schon mal nicht schlecht. Asche ist immer gut, aber das ist auch nicht verkehrt. Ah, ich bin noch kein Wächter. Ja, weniger Rauchenergie ist auch nicht zu verachten. Ist alles soweit akzeptabel, ne? Denke ich doch mal. Ich weiß nicht, ob ihr so denkt, aber ich denke jetzt einfach mal. Ich denke mir meinen Teil. Sag dir, Mann, wenn das mit den Kräften so weitergeht, bin ich nur noch eine oder zwei davon entfernt, ihre Festung zu stürmen. Noch ein Stück. Und noch ein Stück. Brüderchen. Nenn mich nicht Mr. Superkraft, sondern Mr. Giga Superkraft, wenn ich bitten darf. Was anderes gefällt mir nicht. Lassen sich Leute sowas gefallen. Was gibt's jetzt? Ich weiß es. Ja. Es ist nichts gescheit. Völliger Unfug. Ein gutes Gefühl. Setz ich sehr selten ein. Aber was man hat, das hat man. Würde ich jetzt einfach mal so sagen, ne? Was man hat, das hat man. Ungesund. Ich hab deine ganzen Kernleser aufgebracht. Boah, komm schon, ich brauche mehr! Das ist unfair. Nein, Mann, mehr kriegst du nicht. Oh, richtig unfair. Was ist dein Problem mit deinem So, meine treuen Freunde. Mir geht's gut, mir geht's diese super. Diese Folge ist auch schon wieder vorbei, ne? Ich bin mit einem Kollegen vom SPD. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch in der nächsten Folge wieder dabei seid. Twin Famous ist der Konsum. Bis dahin. Mach's gut, Freunde.